Hallo Leute, willkommen zurück zu Trials of Mana. Gerade hat sich die Zeit geändert. Begib dich zurück zur Kaskadenkaverne. Wo ist das? Ich weiß gar nicht, wo ich hier... Oh, achso. Ja, wir gehen einfach dahin, ne? Irgendwo da, wo der Stern auf der Karte ist. Was ist denn das andere auf der Karte? Wo ist meine Karte? Karte? Was ist denn das für ein Symbol? Genau jetzt vor mir. Auf der Karte sehe ich das gar nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Genau jetzt vor mir. Hä? Ja, keine Ahnung. Ich gehe aber jetzt dahin. Boah, erstmal klarkommen wieder. Yeah. So, das war hier hinten rum. Oh nein! Die Kamera war zu nah dran. Hallo, hallo! Ja. Hä? Ich bin noch im Kampf? Was ist los? Bom. Oh, jetzt kann ich auch wieder sprinten. So, jetzt komme ich doch hier durch, oder? Ja! Nee, immer noch nicht, aber... Ungeduldig, einen Moment, ich beseitige die Barriere. Dankeschön, dass du das machst. Ja, es geht weiter. So, jetzt sollte es klappen. Mit Rappen. Fähigkeiten ausrüsten. Ach, siehst du, wir haben gar nicht geguckt, was sie kann. Kaskadenkaverne. Du bist hier also ganz allein. Oh, warte mal, kann ich das einsammeln? Hier die Blumen? Was machst du denn da? Hau ihn doch kaputt. Hallo, nein, nimm. Ich drücke mal das Falsche gerade. Ah, guck, eine Kiste. Cool. Oh, Bonbons. Habe ich doch eh genug. Bonbons. Oh, hier ist aber viel los. Kann ich schwimmen? Nein, das geht nicht. Speichern? Nee, brauche ich nicht. Ach so, dann komme ich ja gar nicht darüber. Na gut, dann speichere ich. So, jetzt müssen wir den nehmen, ne? Ich muss immer auf die Zeit achten. Jo, okay. Ja, was ist hier Phase? Heilige Stadt Wendel. Ich gehe erst hier hin, weil nach Wendel muss ich. Oh. Oh, was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Ein Wasserfall. Den hat man auch gerade schon gesehen. Irgendwas werde ich wahrscheinlich als Thumbnail nehmen. Ah, die sind schon stärker hier drin. Oh mein Gott. Ach, das sind die, die schießen. Muss man noch ein paar Kombos lernen? Wie ist eigentlich mit dem Sound hier? Ich habe das Gefühl, das Spiel ist lauter als ich. Warte, von da bin ich gekommen. Da geht's nicht weiter. Sehr gut. Hi. Oh, guck mal. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Mümmler. Ja.
Innerhalb von 10 Sekunden besiegt plus 5% Erfahrung. Nein, 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 nein. Ich kann nicht mehr raus. Die Kamera dreht sich ein bisschen blöd. Oh mein Gott, hier sind hier viele Fledermäuse am Start. Nein. Aber das Coole ist, man kann hier mittlerweile ausweichen. Das finde ich geil. Jawoll, Upgrade. Ich fand das doof bei dem, bei Secret of Mana, dass man nicht ausweichen kann. Wendel voraus. Ah, hier gibt's doch auch noch Zeug. Traumschilf. Bam! Habt ihr gehört? Ich nichts verstehen. Aber ich wollte es extra auf Japanisch halten. Weil das Englisch, das verstehe ich, ja? Ein Teil. Nein, ich will da hochspringen. Na? Hä, wieso springt er nicht? Jetzt. Und das Problem ist, Englisch hören und nebenbei Deutsch lesen ist so ein bisschen verwirrend. Und wir haben es ja so angefangen. Das behält den Flair bei. Oh! Ah, puh, Hilfe! Schnell! Ich dachte, ich wäre erledigt, aber du hast mich gerettet. Ich bin Charlotte. Ich bin eine berühmte Schönheit auf Wendel. Hey, Schönheit, oder nicht? Bleib von den Kanten weg, ja? Das ist gefährlich. Aber... Ui. Ich bin ohne Eltern aufgewachsen, aber es gab einen Brief da in Wendel, der immer lieb zu mir war. Heidmar war nett und hilfsbereit, er hat sich um mich gekümmert. Opa hat Heidmar gebeten, nach Aftoria zu gehen, um irgendwas für den Tempel zu unterpfuchen. Aber ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich wollte nicht, dass Heidmar was passiert. Moment mal, warum? Habe mich gefolgt. Ich habe Opa nicht Bescheid gefragt, als ich den Tempel in jener Nacht verlassen habe. Dann ist etwas Schreckliches geschehen und ein unheimlich aufwehender Mann hat Heidmar entführt, als ich ihn endlich wieder gefunden hatte. Bah. Dann ist... Oh. Oh mein Gott. Und dann konnte ich wegen dieser Barriere nicht mal wieder zurück nach Wendel, bis du den Weg durch die Höhle für mich freigemacht hast. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Und bin hingefallen. Wärst du nicht aufgetaucht. Wäre es um Charlotte geschehen gewesen. Das war knapp. Gut, ich bin sowieso unterwegs nach Wendel, um den Priester des Lichts zu treffen. Du kannst mitkommen, aber mach es dir nicht zu bequem. Na los. Oh, du willst Opa treffen. Warum hast du das nicht gleich gefragt? Damit hast du deine Pfanzen. Ich bin nämlich die Enkelin des Priesters. Der Pflicht.
Aber Wende liegt nicht weit von hier. Du brauchst vielleicht meine Hilfe, um dorthin zu kommen. Aber ich brauche deine Hilfe nicht, um es nach Hause zu schaffen. Pass auf, dass du dich nicht verläufst. Tschüss. Und weg ist die. Die war seltsam. Alter. Was hat denn die für einen Sprachfehler? Ein bisschen. Moment, ich dachte nämlich, ich hätte in den Einstellungen eigentlich. Wo komme ich in den Einstellungen? Nee, jetzt X. Ich dachte, das quatschen die. Sprecher ist an, okay, dann ging das an der Stelle nicht. Gut, dass ich vorgelesen habe. Wo müssen wir jetzt da eigentlich hin? Von hier sind wir gekommen, oder? Ich check das doch mal. Warum steuere ich sie jetzt? Warte mal, wie ging das? Wie habe ich die jetzt geändert? Da muss es doch eine... Ah, hier hinten. Links tief. Und ich möchte auch gleich mal... Warte, wir machen jetzt erstmal hier folgendes. So, Gegenstände. Ausrüstung und Werte. So. Er hat noch kein besseres Schwert. Hat er denn hier was für? Flickenweste, Segen, Mümmlerschmuck. Ist schlechter. Nix. So, wie war das jetzt hier? Ach, die Aktion, da habe ich ja auch noch, ne? So, Bronzespeer. Na? Aber den habe ich ja ausgerüstet. Dann kriegt sie erstmal den Mümmlerschmuck. Klassengebunden. Na, halt, stopp, Moment. Hilfe! Oh, jetzt irgendein Trigger ist unten, ne? Irgendein Trigger ist gerade hängen geblieben. Boah, die sind echt ein bisschen empfindlich eingestellt. Ausbildung! Ich kann was machen. Wie viele Punkte? Ich habe einen Lernpunkt. Ja, ich kann da nichts machen. Ah, sie hat 4. Joa. 2 Sachen würde ich direkt nehmen, ne? Auf jeden Fall Stärke kann man machen. Yeah! Und Ausdauer, Standhaftigkeit, was bringt das? Aber nur bei Statuseffekt. Hm. Ah, das finde ich cool. Nur 5% zwar, aber wir müssen ja bei 0 irgendwo mal anfangen. Ne? Oder jetzt in dem Fall bei 5%. Ja, Mann. Was? Warte mal, das muss ich noch mal gucken. Kreuzhieb. Kann man das nicht irgendwie noch mal ansehen? Strategie, Ziel. Nahe Gegner. Die hat ja einen Speer. Nahe Gegner. Ausgewogen finde ich ganz gut. Oh mein Gott, was habe ich jetzt? Nein, ich habe jetzt irgendwas verstellt. Nein. Ah, hier. Das ist ja cool. Heilgegenstände. Nicht schlecht, das kann man schön auswählen hier alles.
So, und im Tagebuch, da gibt's neue Sachen. Wir gucken der Reihe nach. Charakter wechseln. Ach, hier steht's jetzt auch. Was soll ich nutze starke Angriffe oder Aufladungsangriffe? Weiß gar nicht, wie das Aufladen hier geht. Moment. Dann lädt er ja gar nicht auf. Ach so. Ach, das war das. Alles klar. Ah, jawohl, ich weiß es. Oh, und heute geht's. Oh, da sind wir eigentlich auch durch mit dem Part heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns zum nächsten Part bei Trials of Mana. Haut rein, bis dahin. Tschüss.